winzigen Kopf und Verstand, versuch mal, zumindest versuchen. Diesen ersten Himmel mit Millionen Galaxien ist die Entfernung zum zweiten Himmel, 500 Jahre Entfernung. Dann kommt der zweite Himmel so groß, dass der erste Himmel wie ein Ring in einer Wüste ist. Die zweite mit dem dritten ist wie ein Ring in einer Wüste. Und die dritte mit vierte ist wie ein Ring in der Wüste. Und die vierte mit dem fünften ist wie ein Ring in der Wüste. Und die fünfte mit dem sechsten ist wie ein Ring in der Wüste. Und die sechste mit dem siebten ist wie ein Ring in der Wüste. Was ist über den fünften Himmel, über den siebten Himmel? Wasser. Wer sagt das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Offenbarung. Offenbarung. Da sind die Menschen wahr. Ah, jetzt weg davon. Wasser. Über das Wasser gibt es den sogenannten Al-Kursi. Al-Kursi, der Stuhl. So heißt er. Al-Kursi. Über den Kursi gibt es Al-Arsch, der Thron. Al-Kursi, also der siebte Himmel mit dem Kursi, ist wie ein Ring in der Wüste. Und Al-Kursi selbst, im Vergleich zu dem Thron Allahs, ist wie ein Ring in der Wüste. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beendet das, indem er sagt, Wallahu fawqa al-Arsh. Und Allah ist über den Thron. Allah ist über den Thron, subhanahu wa ta'ala. Und er weiß alles genau. Er weiß und er hat ein breites Wissen, dass jedes Blatt, was von einem Baum runterfällt, er weiß darüber Bescheid. Er weiß das Innere der Brüste. Sag einfach, gepriesen sei Allah. Weil du mit deinem Kopf wirst du das niemals entdecken, wie das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Damit kommst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Guck, mein lieber Bruder, der Wechsel von Nacht und Tag. Guck dir mal die Jahreszeiten, Winter, Sommer, Frühling und Herbst, wie das alles mit genauen Zeit kommt. Und alles mit bestimmten Abständen und Zuständen, alles ganz genau. Die Wissenschaftler sagen, wenn der Mond von seinem Fahrbahn ein bisschen nach unten oder nach oben rutscht, dann beeinflusst das Al-Mad wal-Jazr. Was ist Mad wal-Jazr auf Deutsch? Dieses Flut? Ebbe und Flut. Genau. Die Ebbe und Flut. Flut ist ja mehr Wasser und Ebbe ist wenig Wasser. Das, was es stattfindet jeden Tag am Meer, in der Küste. Wenn der Mond nur diese Fahrbahn verlässt, ein bisschen nach oben oder nach unten, da wäre die Erde ertrunken im Wasser. Deswegen muss er dort sein. Muss er sich dort befinden. Zweitens, wenn die Sonne ihren Fahrbahn verlässt, ein bisschen nach unten, ein bisschen oder ein bisschen nach oben, dann wäre die Erde total verbrannt, wenn sie nach vorne ist, oder wäre die Erde total vereist, wenn sie ein bisschen nach oben geht. Aber sie muss dort sein, damit das genauso den Menschen so, dass, damit sie das Leben haben. Und guckt mal, der Wechsel der Nacht und der Wechsel des Tages. Diese Dinge, meine lieben Brüder, wir müssen das mit unserem Verstand sehen. Diese Leute, ein Wüsten-Araber kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihm, ja Muhammad, atana rasuluk, waza'ama annaka rasulullah. Er sagt ihm, sadaq. Der Wüsten-Araber kommt zu Muhammad, er spricht keine Höflichkeitsform, sie kennen sowas nicht, weil er kommt aus der Wüste. Er spricht doch nur mit Kamelen und mit Kühen und so. Und er hat, also er weiß nicht, wie die Leute in der Stadt leben, dass er sie sagt und nicht du, dass er nicht duzt. Und dass er viele Dinge, das kennt er nicht.
Und er sagt mir, er fragt ihn nicht, können Sie mir bitte eine kurze Zeit geben, ich habe eine Frage, und dass er ihn, Herr so und so, da gibt's nichts. Mohammed! Weil Mohammed, er heißt Mohammed. Er sagt ihm nicht Rasulullah, oder. Ja, Mohammed! Oh, Mohammed! Dein Bote kam zu uns, in unserem Dorf. Und er behauptete, du seist ein Gesandter Gottes. Da sagte Mohammed sallallahu alaihi wa sallam lächelnd, ja, er hat recht gesprochen. Er sagt ihm, ja Mohammed, man alladhi khalaqa as-samaa, wer hat die Himmel erschaffen? Mohammed sagt, sallallahu alaihi wa sallam, Allah. Dann sagt er ihm, wa man alladhi khalaqa al-ard, wer hat die Erde erschaffen? Er sagt ihm, Allah. وَمَنِ الَّذِي جَعَلَ فِيهَا الْجِبَالِ Und wer hat die Berge befestigt auf der Erde? Er sagt ihm, Allah. وَمَنِ الَّذِي جَعَلَ الْأَنْهَارَ وَالْبِحَارِ Und wer hat die Flüsse und das Meer erschaffen? Er sagt ihm, Allah. Dann hat er ihm gesagt, فَأَسْتَحْلِفُكَ بِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءِ وخلق الأرض والجبال وجعل فيها الجبال والأنهار والبحار. الله أرسلك. آه، diesen Mann richtig direkt. Er sagt ihm jetzt: Ich frage dich im Namen dessen, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und der die Meere erschaffen hat und die Flüsse erschaffen hat, hat er dich gesandt? Du musst normalerweise jetzt zittern. Jetzt hat er dich verbunden mit ihm. Er weiß, wenn er Lügner ist und er sagt ja, dass Allah ihm seinen Rücken bricht. Das ist Lüge über Gott und Allah lässt keine Lüge, damit die Menschen nicht in die Irre gehen. Er sagt ihm, ich frage dich jetzt im Namen dessen, der die Himmel und Erde und alles erschaffen hat. Hat er dich gesandt? Er sagt ihm, ja, er hat mich gesandt. Dann sagte er einfach, أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Gesandte Allahs ist. Denn er wusste, dass keiner in der Geschichte getraut hat, sich ein Gesandter zu nennen, ohne dass Allah ihm ein schlechtes Ende gibt, so dass er die Menschen von seiner Lüge beschützt und behütet. Was uns interessiert, meine liebe Brüder und Schwestern, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm immer das Wort Allah gegeben hat. Allah, das ist Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Ein anderer Wüstenaraber, manchmal sind die Wüstenaraber und einfache Menschen einfach viel besser als große Doktoren und Professoren und Philosophen. Ohne, weil das ist ein Licht, was Allah im Herzen gibt. Es gibt Professoren, die so vieles wissen über die Bakterien, über die Zellen, über diese Ordnung im Biologiebereich. Und sie sehen die Zeichen Allahs, dass das nicht ein Zufall sein kann, dass jede Sache eine Ordnung hat und dass es tausende Welten gibt, nicht nur Welt der Menschen. Nur in den Bakterien gibt es mehrere Welten. Nur in den Zellen gibt es mehrere Welten. Und jede Welt hat eine Ordnung. Diese Leute trotzdem bekommen nicht dieses Licht und verleugnen Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mann, ein Wüstenaraber, heute lernen wir von den Wüstenaraber. Er sagte, Al-Ba'ra tadullu ala al-Ba'ir, wa atharu al-Sayri yadullu ala al-Masir, fa sama'un dhatu abraj, wa ardun dhatu fijaj, wa biharun dhatu anwaj, ala yadullu dhalika ala al-Latif al-Khabir. Der Wüstenaraber sagt, also, wenn ich kurz auf der Straße sehe, er kennt nur Kamele und Kamelenkot und Kühenkot und so. Das ist seine Methodologie zum Beweisen. Er sagt also, wenn ich auf der Straße bin und ich sehe Kot, für mich heißt es, dass da Vieh gelaufen sind. Richtig? Entweder Kühe oder Schafen. Also hier waren Vieh. Warum? Weil da Kot ist. Und wenn ich Fußstapfen auf dem Boden, auf dem Sand in der Wüste sehe, ja, Fußstapfen, das heißt für mich, dass Menschen da gelaufen sind. Und dieser Himmel
mit wunderschöner Ordnung. Und diese Erde und diese Meere und diese Kreatur.